Auch im Jahr 2017 hat das Orchester Bella Musica eine Tournee nach Italien gemacht. Mit dabei waren wieder Pre-College-Studierende aus Salzburg, Würzburg und Fiesole. Dieses Jahr begann die Probezeit schon in Salzburg am Mozarteum, wo insgesamt 2 Tage lang ausgiebig geprobt wurde, bevor es nach Italien ging. Am Tag vor der Abfahrt wurde das Orchester Bella Musica im Wiener Saal der Stiftung Mozarteum von der Landtagspräsidentin als junge Botschafter der europäischen Mozartwege ausgezeichnet. Sie für Salzburg, für Mozart, für unsere europäische Kultur Botschafter sind und wir alle so wahnsinnig stolz sind, dass Sie das für uns übernehmen als Lieder. Nach der Auszeichnung gab es die Präsentation des neuen Buches Bella Musica Toscana Salzburgo 2011 bis 2016. Präsentiert wurde dieses Buch von Matthias Pernersdorfer, Direktor des Don Juan Archives in Wien. Er berichtete über die Entstehung des umfassenden Buches, das großzügig vom Forschungszentrum Studium Fiesolanum finanziert wurde und im Hollitzer Verlag erschienen ist. Am 24. August ging es dann los zum Flughafen nach München und dann mit dem Flieger nach Italien. Für so manchen Jugendlichen war das sogar der erste Flug in seinem Leben. Großer Sprung für das Bella Musica Projekt, zum ersten Mal in der Hauptstadt von Italien zu spielen. Das war immer schon ein Wunsch von mir und der wurde dieses Jahr realisiert. Angekommen in Rom, im Gästehaus des Vatikan, wurde erst einmal ausgepackt. Gleich darauf begannen die ersten Proben in Italien und das in einem sehr beeindruckenden Saal, in dem wahrscheinlich auch schon Mozart im Jahre 1770 auf seiner Italienreise konzertierte. Neben den Orchesterleitern Stefan David Hummel, Kai Röhrig und dem Chorleiter Dominik Schedewi waren auch wieder mehrere Studierende des Faches Orchesterdidaktik dabei, die bei den Proben assistierten. Ich habe dieses Semester das Fach Orchesterdidaktik bei Herrn Hummel eben belegt. Ich wollte unbedingt die Chance nutzen, da einmal mit einem Orchester zu arbeiten und auch auf eine Tournee mitzufahren. Und das Besondere an dem Orchester ist auch, dass man wirklich gut arbeiten kann und dass das Niveau sehr hoch ist, obwohl es alles Jugendliche sind, die spielen. Und das war für mich eigentlich sehr wichtig, da dabei zu sein und das auch, also die Erfahrung mitzumachen. Neben dem Musizieren mit einem eigenen Instrument wird auch die Stimme als solches eingesetzt. Es ist auch nicht oft, dass man auf einem Projekt 2 Tätigkeiten hat und da singt wirklich das ganze Orchester und das ist natürlich auch eine besondere Tätigkeit für uns. Nach einer langen Probe blieb dann aber noch immer etwas Zeit, Rom zu erkunden. Rom bei Nacht ist schon etwas ganz Besonderes. Also wir sind zum Trevi-Brunnen gelaufen und das war sehr schön und es war Abend und wir sind durch die Gassen gegangen und alles war voll und die ganzen Leute und die Restaurants und das war schon echt schön. Das Kolosseum hat mir am meisten gefallen und auch die Ausflüge, die wir am Abend gemacht haben, das war einfach unglaublich. Am Morgen versuchen wir in Entspannungsübungen nach einer Dr. Moshe Feldenkrais Methode, die sehr populär jetzt geworden ist und die sehr hilfreich ist für Körperarbeit, für Körperbeschwerden, uns auf den Tag vorzubereiten. Für mich ist das Wichtigste, dass die Jugendlichen in kleineren Gruppen gewissen Themen auch nachgehen, die einen beschäftigen und mit denen wir uns auch beschäftigt haben, um einfach noch mehr sozusagen aufeinander zuzugehen und was ich wichtig finde, dass sich jeder beim Namen kennt. Wir malen in der Früh. Die Bilder spiegeln eigentlich auch
auch die Offenheit der jeweiligen Teilnehmer wieder. Und in dem sehr offenen Kreis ist das auch sehr gut möglich. Und es zeigt auch, dass wir hier auch sehr kommunikativ und offen miteinander umgehen. Was ganz wichtig und nützlich ist, finde ich, sie treffen sich fast jeden Tag, bilden einen Kreis, sitzen gemeinsam zusammen und geben sich gegenseitig Feedback, klären viele Dinge vorweg schon im Gespräch oder wenn Dinge vorgefallen sind, die vielleicht nicht so gut waren, können die angesprochen werden. Das heißt, das Orchester hat eben die Möglichkeit, auch seine Meinung darzubringen. Das erste Konzert in Rom fand in der Kirche Santa Maria in Aracioli statt, in der Nähe des Kapitols. In dieser Kirche findet man den Altar des Himmels vor. Das passt perfekt symbolisch für einen guten Auftakt der Konzerte. Das Besondere aber war zweifelsohne der Besuch und die Einladung des Vatikans, eine Messe im Petersdom musikalisch zu umrahmen, das für uns alle ein ganz großer Höhepunkt war. Das nächste Konzert fand in der Kirche Trinita del Monte oberhalb der Spanischen Treppen statt. Im Anschluss an dieses gab es dann noch eine sehr interessante Führung durch die Kirche und den Kreuzgang. Am nächsten Tag ging es in der Früh mit dem Bus Richtung Umbrien, genauer gesagt nach Assisi in das Hotel Villa Verde. Hier wurde dann noch einmal ausgiebig geprobt. Für mich ist Bella Musica eine ganz tolle Kombination aus Gemeinschaft, aus Reisen und aus sich aufeinander einlassen und das aus der gemeinsamen Freude, Musik zu machen, eben ein ganz besonderes Erlebnis entsteht, was die jungen Musiker, glaube ich, sehr beflügelt, sich auch weiter mit Musik zu beschäftigen, sich mit dem Instrument zu beschäftigen. Nach einer langen Probe war dann noch etwas Zeit für eine Abkühlung im Pool. Am Abend gab es dann ein Konzert in der Basilica di San Francesco in Assisi. In dieser beeindruckenden Kirche ist man umgeben von herrlichen Fresken, die dem berühmten Maler Giotto zugeschrieben werden. Hier ist das Musizieren wirklich etwas ganz Besonderes und das wird auch von den jungen Musikanten so empfunden. Das Besondere an Bella Musica ist für mich, dass man mit so vielen verschiedenen jungen Leuten, also verschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten, die Möglichkeit hat, an so besonderen Orten in Italien, wichtigen heiligen Orten, Konzerte zu geben und neue Erfahrungen zu sammeln und auch neue Leute kennenzulernen. Am darauffolgenden Tag gab es zwei weitere Konzerte. Das erste fand am Nachmittag in der kleinen Kirche von San Vitale in Assisi statt. Das zweite dann am Abend in der Basilika des Klosters San Pedro in Perugia. Oh.
Wiederum hatten die jungen Musiker nach dem Konzert die Gelegenheit, bei einer Führung die kostbaren Kunstschätze der Kirche zu bewundern. Unter anderem ein Originalgemälde von Caravaggio. Außerdem hat in dieser Kirche, die vor allem auch wegen ihrer ganz besonderen Akustik berühmt ist, Herbert von Karajan schon Aufnahmen mit den Wiener Philharmonikern gemacht. Am nächsten Tag ging es weiter in die Toskana, genauer gesagt nach Greve in Chianti. Dort wurde das Orchester in mehrere Unterkünfte aufgeteilt und hatte wieder etwas mehr Zeit, sich der Probenarbeit und auch der Erholung zu widmen. Am vorletzten Tag der Tournee ging es nach Lamule. Schon das erste richtige Konzert von Bella Musica im Jahre 2011 wurde hier abgehalten. Und auch jedes weitere Jahr war das eine feste Station und ist somit hier der einzige Traditionsort. Auch die Zuschauer sind immer sehr begeistert. Es hat gefallen wie jedes Jahr, ausgezeichnet. Eigentlich wird es immer besser. Und das Beste heute, das nehme ich gleich vorweg, war die Mahler-Symphonie, die Ausschnitte. Fantastisch gespielt, mit einer Zartheit. Und das Zweite waren die Sängerinnen, die beiden. So kleine Mädchen, aber solche Stimmen, ausgezeichnet. Am letzten Tag dieser neuntägigen Tournee durch Italien ging es nach Venedig, einem Ort, wo der junge Mozart ebenfalls während seiner Italienreise Station machte und konzertierte. Etwas ganz Besonderes dieser Reise ist der Zusammenhalt, der während der Fahrt im Orchester entsteht und das gemeinsame Erlebnis, in wunderschönen Kulturstädten Italiens auftreten und musizieren zu können. Also die Gemeinschaft im Bella Musica ist unglaublich, weil alle sich einfach total gut verstehen. Und wir alle viel miteinander zu tun und wir können total viel miteinander anfangen. Und es macht einfach Spaß, mit den anderen zu musizieren. Das letzte Konzert der Tournee fand im Conservatorio Benedetto Marcello in Venedig statt. Bevor es zurück nach Salzburg ging, war aber am Abend noch etwas Zeit für einen Spaziergang durch das nächtliche Venedig. Ganz großer Dank gilt allen Kooperationspartnern und Förderern dieses Projekts. Als frischgebackene junge Botschafter der europäischen Mozartwege ist es unsere Verpflichtung, junge Leute für Musik und Geschichte zu begeistern, insbesondere für die großartigen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und dessen Leben und dessen Reisen. Dies ist ein Projekt des Pre-College Salzburgs und nennt sich Bella Musica.